Hey Moinsen, diesmal geht's um die Branch. Ja, wir spielen auf der Map Port Free for All und Knife. Nochmal ein fettes Dankeschön an Icecree, dass ich deinen Account benutzen durfte für das Branch Review. So, kommen wir zum Review. Woher ihr sie bekommt? Ihr bekommt sie aus dem Black Market für 60 Coupons. Ja, also Coupons bekommt ihr ja allgemein durch GP und ZP Crates. Also, ja, man muss schon ein bisschen investieren, damit man Coupons bekommt. Oder einfach nur echt viel Glück haben, damit man Coupons bekommt. Auf jeden Fall in ZP geht's leichter, Coupons zu holen. In GP Crates sieht's natürlich ein bisschen bitter aus, da es ist mit einer der besten Gewinne, die man da haben kann, und ist natürlich auch seltener in GP Crates. Manche haben das Glück, ja, gewinnen ein Stück vielleicht GP, also Coupons. So nenne ich die natürlich GP, naja, GP, ZP, CP. Ist ja wirklich jetzt für mich kein Unterschied auf jeden Fall, aber never mind. Vom Punkt Power her. Mit einem Slash auf dem Kopf, also Slash, dann seht ihr, macht ihr 100 Damage, auf den Körper macht ihr dann an die 70 Damage und auf die Beine macht ihr an die 50 Damage. Beim Slashen ist es manchmal so, dass sie auch 88 Damage macht, also 88 bis 100 Damage macht sie, denn es gibt ja auch manchmal diese Momente, man kann ja nicht einen gleichzeitig töten und der tötet dich, also du tötest einen und er tötet dich gleichzeitig, das gibt es ja nicht. Und wenn ihr denn den unfragt, also ihm Damage macht und er euch trotzdem tötet, dann macht sie auf den Kopf 88 Damage, also so ist mir das bisher nur passiert. Auf den Körper mit Rechtsklick und auf den Kopf und auf die Beine instant ein, also mit Rechtsklick natürlich, wie gesagt, ein Hit, also 100 Damage macht sie auf allen Körperteilen mit Rechtsklick. Ja, mit Linksklick slasht ihr, könnt ihr gedrückt halten und dann ist es ganz cool zu sehen, besonders auf Metall und Beton, wie ihr sicherlich schon bereits gesehen, gehört habt, dass sie dann einen anderen Sound hat und die Einschläge in der Wand sind auch hammer brutal. Ich meine, hallo, was hat da ein Schraubenschlüssel mit so einer fetten, keine Ahnung was hier, Zerbröckelung an der Wand oder an einem Metallstück zu tun, aber hey, kommt aus einer Garage, wie die Beschreibung es sagt. Ja, mit Rechtsklick und Linksklick, ihr hört's vielleicht, also man hört's ab und zu, wenn ich jetzt kein Töte, weil wenn man keine Hintergrundgeräusche hat, dann hört man das. Wenn er zum Beispiel schlägt, dann ist einmal sowas Lockeres, und zwar diese Schraube da, wo man das einstellen kann, wie groß die Spanne sein soll des Schraubenschlüssels. Zwar kann man da nichts modifizieren, aber so soll es sein. Und ja, auf jeden Fall hört man dann auch noch den Luftzug so. Das finde ich echt gut gemacht, besonders die Animation, wenn man stehen bleibt, denn macht er die so leicht hoch und schlägt sie sich so in die Hand, als ob man so einen Baseballschläger hätte. Ihr könnt euch das sicherlich gut vorstellen, also einen Baseballschläger, und dann einfach so in seine Hand reinfallen lassen würde. Man hebt es leicht an und dann wieder rein. Also so, als ob man gleich einfach prügeln würde. Genauso ist das mit der Branch. Ja, auf jeden Fall, Spaß im Review. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bedanke mich nochmal an Icecree und ciao, Dankeschön fürs Zuschauen.